Axel und sein Freund Erhard haben heute einen wichtigen Auftrag von ihrer Freundin Ramona erhalten. Die beiden sollen Getränke für ihre Bar einkaufen und für den nötigen Nachschub sorgen. Was die beiden aber wie immer viel lieber machen, ist Alkohol vernichten. Gibst du mir auch so ein Gin King? Nein. Gin-Ling? Gin-Ling, Alter. Gin-Ling mit den USA. USA. Das sind super. Da, das sind Steinbock-Wurzeln. Ich hab keine Ahnung, was das Gin sind, Alter. Vor Only Dutli. Ja, das ist allein das Chick-Backl. Ich hab keine Ahnung, von wo ich das Chick-Backl hab. Das kommt aus den USA. Ist aber ziemlich so Gin-Ling-Ding. Und da steht hinten drauf, Smoking the Younger. Das heißt, irgendwie so, rauch die Jünger oder sowas, ne? Das heißt Smoking die the Youngers. Das heißt, wenn du viel rauchst, stirbst du jünger. Aber ist ja wurscht. Aber vorhin steht, Rauchen tötet. Das heißt, irgendwie komplett, das ist nicht das Gleiche. Heißt, wir müssen heute irgendwas machen, oder? Die Ramona-Listen gehen wir da. Was für Listen? Ja, das ist die Einkaufslisten. Wo? Ich finde sie nicht mehr. Ja, dann sauft sie mal weniger, bitte. Oder mehr. Nehmt sich ein Beispiel an mir. Ich bin eigentlich gekommen heute da zu den Vollkoffer, dass ich mich voll komplett aushaufe. Jetzt hat er irgendwas erzählt, dass wir irgendwas besuchen müssen. Ich weiß aber noch immer nicht was. Weil er den Arschzettel irgendwo verrammt hat oder verloren hat oder verschustert hat, keine Ahnung. Der Ramon hat mir einen Zettel geschrieben, fürs Einkaufen. Eigentlich, dass ich nicht vergiss, was ich einkaufen muss. Ich habe einen Zettel verloren. Das heißt, ich werde vergessen, was ich einkaufe. Ich werde irgendwas kaufen. Die wird zur Uhr hasse, aber wir kaufen einfach das, was uns schmeckt. Was ist denn das für ein Zettel? Du Bankert. Ach so. Du hast eigentlich schon Thema drüber. Ach so. Ist das der Zettel oder was? Ist das das? 100 Jägermeister, 50 Klopfer. Das ist der, oder? Was heißt das? 40 Kisten Wieselburger, oder? Warte mal ganz kurz. Jetzt haben wir die Quadratmeter mit den 40 Kisten. Nein, das geht sich nicht aus. Also 40 Kisten Wieselburger passen nicht einmal ins Lokal. Wer soll denn das tragen? Vielleicht hat sie nicht gesagt, sie holt uns so zu dir. Und da schnappt man noch gar einen. Nein. Oh ja. Na gut. Wie war dafür? Es gibt keinen letzten Spritzer bei Maxl und Erhard. Wenn keine Zeit bleibt, dann wird zumindest was für die Reise mitgenommen. Um das Restl kümmert sich Maxl höchstpersönlich. Wo ist der Stoppe? Weiß nicht. Wo ist der Urgartige? Smoker. Boah. Dann geht der Flaschen noch weg. Ziemlich grausig, gell? Axel und Erhard haben es geschafft, sich aufzuraffen. Ab geht's mit leichtem Alkoholspiegel zum Getränkehändler. In diesem Fall ist das Sprichwort vom Regen in die Traufe wohl nicht viel am Platz. Was ist jetzt mit den Rauschbankert? Mit welchen? Mit der Ramona. Ah, die kommt ja nicht nach. Glaube ich. Ja. Soll jetzt wirklich oder nicht? Soll ich nachkommen? Nein, ich sag auch sicher nicht. Das ist so ein Getränkehitten. Den kenne ich schon ein bisschen. Vielleicht können wir da ein bisschen was, eine Kostprobe anschnalzen auch noch. Aber ich hoffe, dass die uns dann auch heute sind, Befreite. Eigentlich bin ich komplett. Ich mag eigentlich gar nicht mehr einkaufen gehen. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich hoffe, hör's jetzt auf, oder? Na, siehst du? Das hör's jetzt im auf! Bezirksgeschäft, da war in der Arschgegend, das ist nicht gegeben, dass die Arschlöcher die Läffen runterfetzen mit den Huren-Schokopudding. Da krieg ich nicht mehr gleich zu bei den Idioten da. Und das Fenster hat auch dreckig wie so. Die fährt nicht Zeit, das macht keine Bülle in Simmering. Ja, die kannst du ja ausmachen, ein bisschen. Da hat es mir einen Beil auf Zeiten, dass ich einen Oberschenkelbruch habe. Den Ärger und so manch anderes auf die Seite geschoben, ziehen Maxl und Erhard weiter Richtung Alkohol, immer der Fahne nach. Jack. Erster war, wir brauchen Jägermeister und Klopfer. Ja, aber 40 Flaschen Wieselburger. 40 Kisten steht da. Nein, du traust. Ich kauf die Kisten, Alter. Kannst du einen kaufen, Idiotenkind. Es sind nur 40 Flaschen, wie willst du das hinstellen auf das kleine Scheißhäusl? Was kann ich gemeint haben? 40 Kisten? Kisten, da steht Kisten. Na, wer zahlt's, ne? Vor allem 40 Kisten Bier sind schon ein bisschen teuer, ne? Dann werden wir wieder einen Haufen brennen müssen. Der Trottel kapiert nicht, dass 40 Kisten Wieselburger in das kleine Scheißhaus nicht reinpassen. Und das muss ich ihm irgendwie noch einreden, den kleinen Idioten. Die Flaschen ist auch. Boah, so. Die braucht die. Die ist gut, ja. Mörder groß, so
3 Liter, 4 Liter, irgendwas wird schon haben, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Weißwein oder Rotwein. Irgendwas wird schon Alkohol, auf alle Fälle. Milch überhaupt? Ja, eh die. Wodka-Feige, ich nehme einfach mit, Alter. Und die Wodka-Sauerkirsche. Nein, die roten auch. Ja, nein, ich werde jetzt das Kommando übernehmen. Nehme ich den eh, den kannst du es ja nicht zulassen. Den habe ich eh schön pfleg weggenommen. Uff, das geht ja aus mit dem Geld. Dass man nicht genieren muss mit dem Trottel da. Hörst, schau! Die was ist? Wo ist der? Ah, da sind's. Ich rufe jetzt einmal den Ramon an. Ja. Aber Ramona hat derzeit wirklich anderes im Sinn als das Getränkegeschäft. Das war ja schließlich der Grund, weshalb sie die beiden verlässlichen Männer damit beauftragt hat. Super. Hörst, Maxi? Oh, Holland treten. Was? Na, Holland treten. Wo hast du das jetzt, oder? Was Neues kosten, du Trottel? Ja, wann kommt die? Hey, Idiot. Die hebt nicht ab, verstehst du das nicht? Ja, dann mach auf und trink. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kaufen soll. Ne? Das ist das Nächste. Weil wenn der nicht anhebt, ne, ich kaufe nicht 40 Kisten oder 40, keine Ahnung was. Und dann stehe ich vor der Hütte, ne, und die macht nicht auf und weiß nicht. Irgendwie komisch. Maxl und Erhard sind noch immer im Alkohol. Im Geschäft. Kein Zeichen von Ramona. Die beiden wissen nicht, was sie kaufen sollen. Alles schmeckt so gut. Was ist das Trinkmal? Was ist denn das? Bavaria. Weiß ich gar Bumm, schmeckt noch mehr. Gut. Das ist aber gut, oder? Bavarina, Hollandbier, das schmeckt echt super, ist nicht so bitter wie unser Scheißdreck. Und hat auch ein bisschen einen kleinen Gehalt, nämlich zaubert es ein bisschen. Also werden wir das jetzt da fest hinkriegen. Mhm, glaube ich auch. Schau da mal die Wieselburg an. Wieselburger gefunden. 40 Kisten? Nein, Flaschen, das sind Flaschen. Ja. Wo willst du 40 Kisten hinstellen, du Idiot? Ist ja wurscht, die Hütten. In den Scheißhaus. Klar. Die Hütten ist klar, aber wir nehmen die mit. Mit was? Mit der Trambe, oder? Ist ja wurscht. Das kann nicht sein Ernst sein. Ramona muss doch endlich einmal ans Telefon gehen. Chancenlos. Ja, ich weiß nicht, er versucht jetzt die ganze Zeit, die Ramona zu erreichen. Aber die Karottenblonde, ich bin schon wieder nicht da. Keine Ahnung, was die aufführt, der Vogel. Hm, danke. Warum? Ist aber cool, oder? Aber drinnen da ist aus, jetzt nehmen wir den Ramona mit. Alter, ich frage, ob die da einen Arbeiter suchen. Weil du da arbeiten willst. Ich stelle mich da vor. Einfach ein Traum. Es gibt nichts Besseres wie sowas. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, ob ich nicht sowas aufmachen würde wie das. Und nicht Bezirkschef werden. Oder Bezirkschef sein und sowas in den Bayerinnen haben. Aber ohne den Orangeschad und das. Warum kaufen wir jetzt nicht 40 Kisten? Weil 40 Kisten stehen auf der Liste. Ja. 40. Sie hebt nicht ab. Ja, kleiner Trottel. Genau, wie willst du sie tragen? Was hast du gesagt? Klein ist der Plätze, ne? Ein großer Trottel, ja, mit der Elvis-Frisur. Ja. Ich kann nicht mehr drüber aufmachen. Hier hast du Trottel. Ich kann nicht zerrissen. Idiot. Ja, steht aber alles oben. Steht. Schau, wie sie so. Alter, das hast du selber geschrieben. Du hast ja eine Klaue, Alter. Das hat er nicht geschrieben. Sicher. Ein Arzt war das. Das ist ein Arzt? Mhm. Ja, ich glaube, der Depper, der hat das wirklich selber geschrieben. Wenn ich so eine Klaue, kann ja die Ramona nicht haben. Nein, das jetzt hast du selber geschrieben. Jetzt gehst du ein Bier, Alter. Da ist es, Wieselburger. Ja, da auch. Ja, da auch. Jetzt werden wir mal da alles zusammenpacken und draußen hoffen, dass uns die Deppert anhält. Nämlich wenn nicht, dann kriege ich ein bisschen einen Herzinfarkt.